Diese Modelle haben Bezüge zur Wirklichkeit. Ich will sie auch an Beispielen erläutern, aber es ist nicht so, dass gewissermaßen das eine Entweder-Oder-Situation ist, entweder Staatenwelt oder eine imperiale Ordnung, sondern diese Modelle eröffnen gewissermaßen die Möglichkeit, auch Hybridbildungen ins Auge zu fassen. Also man könnte ja beispielsweise sagen, die Europäische Union, von der in meinem Fach gerne gesagt hat, es sei eine Ordnung sui generis, nicht? Das sagen Wissenschaftler gern, wenn ihnen nichts einfällt, sui generis, ist ein Zwitter aus einer quasi imperialen Struktur mit Rändern, die sie aber nicht ordentlich bewirtschaften können, und gleichzeitig nach wie vor ein Staatensystem im Innern. Und vielleicht, wenn ich mich nicht bei anderen Fragen zu lange aufhalte, komme ich am Schluss auch durchaus noch auf die Europäische Union. Aber das werden wir sehen. Und ich möchte mich auch, weil ich ja doch tendenziell wieder 2000 Jahre Geschichte des politischen Denkens, aber in diesem Falle natürlich auch der politischen Ordnung im Auge zu behalten habe, nicht so furchtbar hetzen, sondern mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit das ins Auge fassen. Und deswegen fange ich an der Beobachtung in der Gegenwart an, die heißt, es gibt zurzeit eine Renaissance des Imperiumbegriffs in der politischen Sprache. Etwa wenn wir mit Blick auf die russische Politik oder auf Putin sagen, es sei ein neoimperiales Agieren, was ihn auszeichne. Und dann sucht man ein bisschen und stößt auf einen Geopolitiker, der heißt Dugin, der Entwürfe schon seit langem gefertigt hat zu einer eurasischen Macht, die gewissermaßen als ein großes Landimperium gedacht wird und zu deren im weiteren Sinn Einflussbereich auch dieses kleine Vorgebirge vor Asien, also Westeuropa, gehören soll. Ist er das, nicht? Also sozusagen die Suche danach, was könnte denn das Geheimnis des putinschen Agierens mit Cyberangriffen auf Lettland und der Präsenz der grünen Menschen auf der Krim und der Unterstützung der Separatisten im Donbass sein? Okay, wäre eine Möglichkeit, nicht? Oder eine andere ist, wir beobachten die Türkei, zu der ja die Stiftung Wissenschaft und Politik in diesen Tagen eine Studie angefertigt hat, die einmal durchspielt, was das bedeuten würde, wenn die Türkei im nächsten Sommer aus der NATO austreten würde. Ja, also sagen Sie, hat es ja erkennbar von der NATO auch entfernt und dann würde sie vielleicht austreten. Dadurch hätte sie mehr Optionen, auch einige Probleme mehr, nicht? Und das die Kollegen da sehr klug mal durchgespielt. Das freut mich, dass so ein sehr offenes und auch riskiertes strategisches Denken am Ludwig-Kirch-Platz in Berlin möglich ist. Aber was Sie nicht besonders gewürdigt haben und was ich, das ist der Vorzug eines Hochschullehrers, weiß, weil einer meiner klügeren Studenten dazu eine Masterarbeit geschrieben hat, sind neo-osmanische Überlegungen bei Leuten aus der Führungsriege der AKP. Das hat der Philipp Strux, Enkel eines bekannten Altphilologen, der Türkisch kann, sehr schön herausgearbeitet. Also die Vorstellung gewissermaßen, wir sind zwar die Türkei, wie Atatürk sie konstruiert hat, aber wir haben nicht vergessen, dass wir mal das Osmanische Reich gewesen sind, das größere Räume peripher geordnet hat. Und aus diesen Überlegungen heraus könnte man natürlich auch so analog zu Dugin eine Gebrauchsanweisung für türkisches Agieren gegenüber nicht nur den Kurden, sondern auch in Syrien und darüber hinaus herauslesen.
Oder man könnte sagen, in der Entscheidung der britischen Wahlbevölkerung, aus der EU auszuscheiden, also dem Brexit-Votum, haben natürlich auch Erinnerungen an das alte Empire eine Rolle gespielt und die politische Bedienung solcher nostalgischen Erinnerungen. Kurzum, wir befinden uns zurzeit in einem Raum, in dem die Vorstellung, dass politische Welten nach dem Modell von Zentrum und Peripherie geordnet sind, wiederkehrt, und zwar nicht nur in der politischen Sprache, sondern durchaus auch in Texten, die man gelegentlich als die Blaupause politischen Handelns ansehen kann. Das sind nicht immer nur imperiale Träume, die in ein Zentrum gedacht werden, von dem ich gleich beschreiben werde, wie teuer solche Träume gelegentlich sind, sondern es ist oft gerade die Instabilität der Ränder, die die Erinnerung an einstige Größe und die Vorstellung, man müsse in diese instabilen Räume hinein intervenieren und dorthin Stabilität und Prosperität exportieren, hervorbringt. Also gar nicht die Stärke des Zentrums, sondern die Schwäche der Peripherie, die so etwas hervorruft. Das ist die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung ist, also ich versuche im Augenblick Ihnen noch zu erklären, warum Sie heute hier sind und nicht irgendwo grillen, ne? Oder warum Sie, wenn Sie schon hier sind, eine kluge Entscheidung getroffen haben, hier zu sein. Also gut. Der zweite Komplex ist, dass wir sicherheitspolitisch sogenannte postimperiale Räume beobachten, von denen eine erhebliche Beeinträchtigung der europäischen Sicherheit ausgeht. Und dabei habe ich vor allen Dingen zwei postimperiale Räume im Auge, die in dieser Weise tendenziell nach 1919, dann ist das in mancher Hinsicht gefriergefrostet worden, und nach 89, 90 wieder aufgetaut, nämlich den Raum vom Westbalkan bis zum Kaspischen Meer und den Raum zwischen der türkischen Südküste und dem Indischen Ozean, Mesopotamien und der libyschen Wüste. Der eine Raum vom Westbalkan bis zum Kaspischen Meer war einer, der durch zwei solche Großreiche geordnet war, nämlich das Habsburgerreich und das Zarenreich. Und der andere war wesentlich durch das Osmanische Reich geordnet. In einigen von diesen Räumen, eher im Norden, sind einigermaßen stabile Nationalstaaten entstanden. Da knüpfe ich an das an, was ich letzthin gesagt habe. Aber dort, wo bis 1990 und ein paar Jahre danach noch Jugoslawien war, oder die Südflanke des alten Zarenreiches in den kaukasischen Bereich hinein, danach auch nochmal der Sowjetunion. Das sind die Räume, bei denen sich das Ende der alten Ordnung keineswegs so friedlich zugetragen hat, wie das allgemein erzählt wird, wenn von einer friedlichen Revolution die Rede ist. Das sind die Räume, in denen Krieg geführt worden ist, Jugoslawien mehrere Kriege, ziemlich heftig. Und im Kaukasus kann man sagen, von Tschetschenien bis Armenien, Aserbaidschan in einem fort und immer wieder mal. Und inzwischen sind sozusagen auch die Verbindungsglieder, nämlich nördlich des Schwarzen Meers die Ukraine und südlich des Schwarzen Meers die Türkei dazugekommen. Also Räume, die eigentlich keine selbstverständliche, von den Bevölkerungen akzeptierte politische Ordnung haben, sondern wo entweder Leute zusammen wollen oder sie wollen aus einem Staat raus, und das tragen sie häufig mit Kriegsgewalt aus. Und das gilt in ähnlicher Weise natürlich auch für den gesamten Raum zwischen dem Irak und Libyen. Also hier ist gewissermaßen das Verschwinden von alten Imperien, Osmanisches Reich, Zarenreich und vielleicht auch ein bisschen mit einer Referenz an Wien und die Ringstraße und was da so gebaut ist,
Sonst kann man ja eigentlich nicht sagen, dass das Habsburger Reich wirklich ein Imperium war, jedenfalls nicht nach der Trennung von Spanien. Aber doch so ein kleines bisschen. Und wenn wir es freundlich sehen wollen, naja, kann man sagen, ja, da ist eine notorische Unordnung und Instabilität entstanden, die für uns die Frage aufwerfen, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, wenn in diesen Räumen weiterhin imperiale Ordnungen herrschen würden, also Ordnungen, die geeignet sind, linguale Gegensätze, ethnische Gegensätze, religiöse Gegensätze zu entpolitisieren und zu neutralisieren. Nicht? Das ist sozusagen der Witz. Aber das sind Fragen eines Theoretikers, nicht? Das kann man so durchspielen. In der Praxis ist das was anderes. Also sagen wir so, das Imperium oder imperiale Ordnungen kommt immer dann ins Spiel, wenn die Entwicklung einer stabilen Staatenordnung nicht klappt, nicht geklappt hat, fehlschlägt oder mit permanenten Reibungen verbunden ist. Dann denkt man darüber nach, ist es nicht eigentlich besser, sagen, eine lockere Struktur staatenübergreifend aufzubauen, die eine höhere Pazifizierungsleistung hat als die Staatenwelt. Es gibt einen dritten Punkt noch. Der erste Punkt war Blick auf die politische Sprache und das wilde Agieren der Russen und der Türken. Der zweite Punkt waren die postimperialen Räume. Und der dritte Punkt ist der von Herrn Rötter schon angesprochene Niedergang der USA als globaler Akteur oder sagen wir als Hüter einer globalen Ordnung, bei der sie sich die USA ja nicht nur aus der Dimension zurückziehen, die ihnen mit dem Ende der Sowjetunion 1991 zugefallen ist, sondern sie wollen auch nicht mehr die Rolle spielen, die ihnen zuvor als Vormacht des Westens, wie mein Berliner Kollege Heinrich August Winkler sagen würde, zugefallen war. Also sozusagen der Rückzug aus der Rolle eines Hüters, entweder durch objektive Überforderung, das war die Beobachtung unter Präsident Obama, der gesagt hat, wir sind nicht zu einer gleichzeitigen Machtprojektion in den atlantischen und den pazifischen Raum in der Lage. Er hat offenbar zu dem Ergebnis gekommen, dass im Unterschied zur ersten Hälfte und noch etwas darüber hinaus des 20. Jahrhunderts nicht mehr die Europäer für die USA und ihre Ökonomie unverzichtbar sind, sondern dass vielmehr der pazifische Raum wichtiger ist, sodass also gewissermaßen hier die Disposition war, global können wir das nicht alles in Ordnung halten, das überfordert uns, wir konzentrieren uns aber auf den pazifischen Raum. Das war aber eine Analyse, die nach der offenbaren Überforderung der amerikanischen Leistungsfähigkeit in objektiver Weise durch die Politik des jüngeren Bush die tatsächlichen Faktoren ins Auge gefasst hat. Es war eher eine Elitenentscheidung. Ich würde sagen, die Wahl von Donald Trump nicht nur, aber auch, ist eine Reaktion auf die subjektive Wahrnehmung des Überfordertseins und gewissermaßen das Hinwerfen und Demolieren der Hüterrolle, die zurzeit Trump und seine Anhänger ja mit einiger Freude betreiben. Also, America First als Rückzugsparole aus der Rolle eines globalen Imperiums. Oder anders gesagt, ich will versuchen, das nachher noch mal etwas genauer auszuformulieren, Rückzug aus dem, was man Investment in Common Goods nennen könnte. Common Goods ist ein interessanter Begriff. Es sind also nicht privatisierte Güter. Das heißt, dass man, wenn man diese Güter bereitstellt, selber nicht der Einzige ist, der von ihnen profitiert, sondern öffentliche Güter, Common Goods, haben das Problem, dass alle, auch diejenigen, die überhaupt nichts für ihre Reproduktion bereitstellen, davon profitieren. Wie sagen wir mal, Luftreinheit, nicht?
Also diejenigen, die nicht für Luftreinheit sorgen, denen kann man ja deswegen das Atmen nicht abstellen. Also sozusagen gibt es eine Reihe von Trittbrettfahrern, die sich nicht darum kümmern, aber es nutzen. Und das gilt auch bei Common Goods der internationalen Ordnung, wie internationale Sicherheit, Ausschaltung von Schurken, also solchen, die permanent gegen die Grundprinzipien einer Ordnung zuwiderhandeln, etc., etc. Also sozusagen die Fülle der Trittbrettfahrer, die an einer solchen Hüterfunktion partizipieren und sie nutzen, und gegenüber denen dann die Bevölkerung des Zentrums, die das zu bezahlen hat, sagt, wir haben aber gerade keine Lust, das bereitzustellen, nicht? Oder sagen kann, warum sollen wir Schulen in Afghanistan bauen, wenn bei uns zu Hause selber die Schulen so miserabel ausgestattet sind? Also America first. Das, glaube ich, ist neben dem militärischen Zerfall von Imperien, wie man bei Napoleon oder bei Hitler oder vielleicht auch bei dem Mongolen-Imperium beobachten kann, eine ebenfalls hochinteressante Form der Beendigung einer imperialen Vorherrschaft, nämlich dass die Bevölkerung des Zentrums nicht mehr bereit ist, die Kosten für die Aufrechterhaltung der Gesamtordnung zu übernehmen. Und wenn man mal ein bisschen großzügig die Zeit des dritten und vierten nachchristlichen Jahrhunderts anschaut, dann könnte man sagen, genau das kann man jedenfalls im Weströmischen Reich beobachten. Die zunehmende Unlust, in Gebiete zu investieren, die von der unmittelbaren Erfahrung der Investoren so weit weg lagen. Also das beobachten wir zurzeit. Was ich damit hergestellt habe, waren ein paar Verbindungen zur Gegenwart. Wie sieht das jetzt mit dem Konkurrenzmodell gleichberechtigter Akteure, die als System oder Mosaik, wie ich das hier in der Titelei genannt habe, dem gegenüberstehen? Ich könnte sagen, es gibt drei historische Etappen, wo man sich das ein bisschen vor Augen führen kann. Die Ordnung der griechischen Polis, also das 6., 5. und teilweise noch 4. vorchristliche Jahrhundert, bis diese Polis dann von den Makedonen übernommen worden sind und das System des Mosaiks beendet wurde. Oder wir könnten sagen, die Zeit mit dem Zerfall des Römischen Reichs im Westen, die Bildung der germanischen Regner, also ein gotisches, ein ostgotisches, ein westgotisches, ein fränkisches, ein vandalisches, ein burgundisches und was auch immer, Königreich, nicht? Sozusagen auf dem Gebiet des Imperium Romanum im Westen, die an die Stelle dessen treten und gewissermaßen die Nuklei der zukünftigen Ordnungsbildung darstellen. Oder man könnte, schon angesprochen, komme ich nachher genauer drauf, die italienischen Stadtstaaten der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts nehmen. Oder auch die europäische Territorialstaatsbildung, teilweise aus dem 15. Jahrhundert heraus, bis ins 17. Jahrhundert sich vollziehen. Ich würde mal sagen, die Festschreibung dessen im Westfälischen Frieden, als ganz vielen die Souveränität zugebilligt wird, das heißt das Recht, keinen höheren über sich dulden zu müssen. Und damit das Ende einer imperialen hierarchischen Struktur. Wenn wir uns das anschauen, dann drängt sich die Vermutung auf, offenbar ist die Entwicklung eines solchen Mosaiks von Staaten ein, ich spitze das mal zu, europäischer Sonderweg. Denn diesen Weg ist bis zum Eingreifen der Europäer und Sykes-Picot die arabische Welt nicht gegangen. Auch die nordamerikanische Welt ist diesen Weg nicht gegangen. Es ist den USA gelungen, in ihrer Gründungsphase zu verhindern, dass ein System aus zunächst mal 13 Einzelstaaten entsteht. Und heute werden es dann halt tendenziell 50. Sondern mit der Föderation, also der Durchsetzung der Federalists gegen die Anti-Federalists, hat man sozusagen einen gemeinsamen Verbund hergestellt. Und natürlich Asien mit
China und von mir aus auch Russland als solchen Mächten. Auch bei China hätte man sich ja vorstellen können, dass in der Zeit der streitenden Reiche oder auch noch in der ersten Zeit der Warlords, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dieses riesige Gebilde in eine Anzahl von vielleicht 5 oder 6 oder mehr Staaten zerfällt. So ähnlich wie das halt in Europa der Fall gewesen ist. Ist aber dort nicht so, ist eigentlich nur in Europa so gelaufen. Man könnte sagen, dieser europäische Sonderweg hat eine Dynamik infolge kultureller, politischer und ökonomischer Konkurrenz in Gang gesetzt. Nicht? Denn diese Staaten, die da jetzt nebeneinander existiert haben und sich als gleiche anerkannt haben, haben natürlich sich permanent kritisch beäugt und waren darauf aus, zu vermeiden, dass ein anderer großen Vorsprung ihnen gegenüber gewinnt. Also sozusagen, die Vielfalt des Mosaiks hat verhindert, dass es gewissermaßen zu einer Ruhe, Selbstberuhigung, großen Gelassenheit eines Verbandes kommt, in dem man in aller Ruhe sich ausschläft. Nicht? Sondern permanent auf dem Kiviv sein. Eric Jones hat das in einem Buch, Das Wunder Europa, als die entscheidende Erklärung für den Aufstieg Europas gegenüber anderen Weltgegenden, der, naja, vielleicht im 15. Jahrhundert begonnen hat, aber dann sozusagen im 18., 19. so richtig sich durchgesetzt hat. Ja? Damit können wir das erklären, meint er, weil die Großräume waren, in denen Konkurrenz diese Rolle nicht gespielt hat, aber Europa kleinräumig mit einer ungeheuren Konkurrenz. Allerdings ein hoher Preis, nämlich die notorische Belligerenz, also Kriegsneigung, Kriegführungsfähigkeit dieser Konkurrenten untereinander. Dass man Konflikte eben nicht nur qua kulturelle oder ökonomische Macht austrägt, sondern dass man dann auch militärische Macht einsetzt. Also eine Ordnung im strengen Sinn ohne Hüter. Und man könnte fast sagen, an die Stelle des Hüters tritt der Krieg gewissermaßen als der Mechanismus, in dem Ungleichgewichte permanent restrukturiert und neu austariert werden. Das weist uns darauf hin, wie einer der zentralen Gedanken imperialer Ordnungen ist, nämlich eigentlich Kriegsvermeidung. Weswegen, wenn über Imperien nachgedacht wird oder sie verbegrifflicht werden, fast immer diese Bezeichnung mit einhergeht, es sei eine Ordnung, nicht? Die Ordnung, die dann imperial eponym ist. Pax Romana bis Pax Americana, dazwischen gab es auch mal eine Pax Sovietica, sogar eine Pax Mongolica, mit der die Öffnung der Seidenstraße verbunden war, Pax Hispanica natürlich und so weiter und so weiter. Also sozusagen Imperien vermeiden Kämpfe untereinander als Kämpfe Gleichberechtigter, sondern sie begreifen den Krieg eigentlich als eine verstärkte Polizeiaktion. Nicht? Ich würde sagen, als eine Form von Weltinnenpolitik, um diesen Begriff von Karl Friedrich von Weizsäcker aufzugreifen. Also die Konstabularisierung des Militärs, Einsatz von Militär als Polizei, ist dafür typisch. Und wenn wir das so beschreiben, dann müssen wir dann auch gar nicht mehr uns wundern, wenn verschiedene amerikanische Präsidenten, zumal solche aus der Republikanischen Partei, gerne davon sprechen, dass sie gegen das Böse oder gegen Schurken oder was auch immer agieren. Das ist im Prinzip imperiale Weltwahrnehmung, weil das ja keine Gleichen sind, die gleiche Rechte haben, sondern im Prinzip Ordnungsstörer und Rebellen, Terroristen, Piraten und so weiter und so weiter.
Imperien heißt das, dehnen sich in ganz anderer Weise aus im Raum und in der Zeit. Sie schaffen eine großräumliche Ordnung, die sie nach Zentrum und Peripherie strukturieren. Und sie anerkennen neben sich keine Gleichen, jedenfalls nicht in ihrer Welt. Wobei Welt nicht immer der Globus sein muss, nicht? Also das ist es eigentlich erst im 20. Jahrhundert. Zuvor konnten gewissermaßen imperiale Welten nebeneinander konkurrieren, aber die Akteure haben sich nur mäßig zur Kenntnis genommen. Also das chinesische Imperium und das römische Imperium haben gleichzeitig bestanden und jeder hat seine eigene Welt gehabt. Oder in mancher Hinsicht kann man auch noch sagen, das Imperium der russischen Zaren als Landimperium im 19. Jahrhundert hat gleichzeitig mit dem britischen Empire als Seeimperium bestanden und jeder hat seine eigene Welt gehabt und sie haben darauf geachtet, dass sie sich nicht in die Haare kriegen. The Great Game war eigentlich kein militärisches Spiel, sondern die Vermeidung von sich in die Haare kriegen. Und das kann man noch ganz schön an der Landkarte von Afghanistan sehen, dass da oben so einen kleinen Wurmfortsatz hat, der nur dazu dient, im Prinzip den russischen Bereich mit einer Pufferzone gegenüber Britisch-Indien zu versehen. Also jeder hat so seine eigene Welt und innerhalb dieser eigenen Welt anerkennt er keinen anderen als gleich. Solche Imperien können scharfe Grenzen haben, jedenfalls markieren, etwa im Limes oder in der chinesischen Mauer. Aber sie können auch weiche, hochgradig bewegliche Grenzen haben, wie etwa die USA mit der Frontier, die sozusagen seit dem 19. Jahrhundert sich permanent weiter nach Westen bewegt hat. Oder fast spiegelbildlich seit dem 17., 18. Jahrhundert dazu das Vordringen der Russen immer weiter nach Sibirien hinein, bei denen auch nicht immer der Staat, sondern unternehmungslustige Leute die Sache vorangetrieben haben. Im russischen Fall war das eine Handelsfamilie, nach der heute ein Gericht benannt ist, nämlich die Familie Stroganow. Wobei wir jetzt auch gewissermaßen den Limes nicht so starr sehen sollten, nicht? Sondern immer mal wieder wird gewissermaßen in das Vorfeld des Limes hinein interveniert seitens der Römer, um zu verhindern, dass sich da bei diesen notorischen Störenfaktoren der Germanen feste Stammeskoalitionen bilden, die dann tatsächlich in der Lage wären, diese Grenzlinie zu durchbrechen, indem man entweder ein paar Leute besticht mit entsprechenden Zahlungen oder Angebote, ein Amicus Roms zu werden, oder aber indem man auch mal die Legionen vorbeischickt. Also sozusagen auch hier eine Art der Grenze, die semipermeabel ist. Das Imperium interveniert in das Gebiet jenseits dessen und findet das auch völlig in Ordnung. Aber es findet überhaupt nicht in Ordnung, wenn die von der anderen Seite bei ihm vorbeischauen, nicht? Also sozusagen amerikanischen Präsidenten in der jüngsten Zeit haben ja gerne mal in der Karibik ihre Marineinfanterie vorbeischauen lassen. Egal, Granada, Panama und derlei mehr. Ich meine, wenn wir uns mal vorstellen würden, nicht General Noriega wäre irgendwie mit was auch immer er so zur Verfügung hatte, also panamesischen Truppen in Washington gelandet. Er hat gesagt, ja, muss da mal schauen. Er hat gehört, da ist so viel Korruption, nicht? Und der Drogenhandel floriert da auch. Er möchte mal ein paar von diesen amerikanischen Politikern festnehmen und in Panama vor Gericht stellen. Klar, nicht. Das unterscheidet sozusagen die Grenzen imperialer Art von denen staatlicher Art, nicht? Wo gewissermaßen das Überschreiten dieser Grenzen mit bewaffneter Hand de facto auf eine Kriegserklärung hinausläuft und man sich nicht wundern darf, wenn die Gegenseite nun reziprok reagiert. Das ist sozusagen die fundamentale Differenz zwischen, sagen wir mal, Frontier und Border, nicht? Und sagen,
imperiale Grenzen semipermeabel, Staatengrenzen eigentlich auf Reziprozität ausgerichtet. Und jenseits dieser Grenzen herrscht gewissermaßen permanente Unordnung. Das ist der unzivilisierte Raum. Nicht? Weswegen Imperien eigentlich gerne mit einer Unterscheidung arbeiten, die zivilisiert versus barbarisch heißt. Nicht? Diejenigen, die nicht im imperialen Raum sind, stehen in dem permanenten Verdacht, Barbaren zu sein. Auch da würde ich sagen, das ist jetzt nicht nur Rom, sondern das finden Sie in der chinesischen Beschreibung gewissermaßen des östlichen Sibirien und der Mongolei in ähnlicher Weise. Und das finden Sie natürlich auch in der amerikanischen Sprache und Gott, wir wollen die Briten nicht vergessen, auch im 19. Jahrhundert. Jenseits der Grenzen der imperialen Ordnung herrscht Unordnung. Oder wie die Römer das so schön gemacht haben auf ihren Karten, nicht? Was außerhalb dieses Gebietes ist, da schreiben sie hin, Ubis und Leones, wo die Löwen sind. Also in dieser Weise ein Blick auf die Welt, Zentrum, Peripherie. Gleichzeitig die Vorstellung, dass diese imperiale Ordnung auf Ewigkeit ausgestellt ist. Im Hinterkopf gelegentlich Zweifel und eine gewisse melancholische Grunddisposition, aber eigentlich die Vorstellung, diese Ordnung werde tendenziell ewig dauern bis zum Ende der Welt. Diese Figur aus einem der Paulusbriefe, nicht, vom Katechon, dem Aufhalter des Weltendes, das ja angekündigt ist und in der Johannesapokalypse uns beschäftigt oder auch gar nicht beschäftigt, je nachdem, wie wir disponiert sind. Aber es soll ja immer noch Leute geben, die sagen, in die Welt gucken und glauben, okay, diese Zeichen aus der Johannesapokalypse sind aber jetzt eingetreten und demnächst ist Weltende. Nicht? Und das Versprechen, dass gewissermaßen das Reich, welches das auch immer sei, Danieltraum, also römisches Reich, nicht, bis tendenziell 1803 oder 1806, der Aufhalter sei. Solange es das gebe, diesen Katechon, werde die Welt nicht untergehen. Das ist eine Variante. Eine andere Variante, der Gedanke der Roma Aeterna. Also Rom wird ewig bestehen. Mit einer interessanten Konstruktion des Vergil, der letzten Endes das Ende Trojas als in der alten die Chiffre der Endlichkeit eines stolzen Reichs, nicht? Einst wird hinken das stolze Troja und untergehen das Volk des lanzenkundigen Königs, fortbestehen lässt, indem er in seiner Aeneis erzählt, wie der Sohn der Aphrodite mit seinem alten Anchises auf den Schultern Troja verlässt und mit seinen Schiffen nach Italien fährt, um dort letzten Endes das Rom zu gründen. Also eine Geschichte eigentlich der Ewigkeit, die in vieler Hinsicht dann ihre Fortsetzung findet. Klar, Rom geht unter, erst schaut Alarich vorbei, also die Westgoten, dann Geiserich mit den Vandalen, ist alles unangenehm und schließlich endet Rom im Westen, aber im Osten dauert es noch 1000 Jahre weiter bis 1453. Und auch dann kommt die Vorstellung auf, es gebe ein drittes Rom, wie der Mönch Philophä von Pskow das formuliert, nämlich Moskau. Also der Anspruch der Fortdauer der Ewigkeit, natürlich hier unter dem Gedanken der Filiation, nicht? Also hier haben wir Filiation, während im Falle des Frankenreichs und des Sachsenreichs und der Salia und was auch immer, bis zu den Habsburgern eher der Gedanke der Translation als Mechanismus der Begründung von Ewigkeit eine Rolle spielt. Nun denken wir selber ja nicht mehr so sehr in solchen Translations- und Filiationskategorien und haben genau die Autoren im Auge, die sowas
behaupten nicht, und also Vergil, Philophä und andere, die kriegen wir da sofort am Schlawittchen und dekonstruieren das. Aber was auch wir beobachten können, ist, dass wirkliche Imperien eine gewisse Zyklizität haben, mit der sie aber nicht am Ende sind, sondern einfach in einen neuen Zyklus eintreten. Also im Falle von Rom, das genauer zu beschreiben, würde jetzt zu lange führen, aber im Falle von Großbritannien kann man sagen, nach dem Verlust der amerikanischen Kolonien konnte man sagen, okay, zunächst einmal das British Empire ist zu Ende. Aber dann wird der atlantische Raum gewissermaßen komplementiert durch die Verbindungslinie über Gibraltar, Malta, Ägypten nach Indien. Und es entsteht sozusagen ein zweites britisches Empire, bei dem jetzt nicht mehr die Kolonien der nordamerikanischen Welt, sondern Indien das eigentliche Kronjuwel ist, das dann bis, naja, in die späten 40er Jahre des 20. Jahrhunderts Bestand gehabt hat. Nicht? Sodass also eigentlich man sagen kann, das Imperium hat einen Kreislauf durchlaufen, hat seinen Tiefpunkt gehabt mit dem Verlust dieser Räume, also Nordamerika, und tritt dann in einen neuen Umlauf ein, in dem es sich rekonsolidiert, Kanada, Australien, Neuseeland, vor allen Dingen Indien. Oder man könnte sagen, bei den USA, da gab es ja Leute, die in den 1960er, frühen 70er Jahre keinen Pfifferling mehr auf sie gegeben haben, nicht unbedingt, weil sie in Vietnam nicht glorreich nach Hause gekehrt sind, sondern weil die Vorherrschaft der Automobilindustrie als dem Treiber, technischen Treiber des ersten amerikanischen Empire zu Ende ging, jedenfalls ihre Vorherrschaft. Aber dann kam Silicon Valley, nicht? Und sozusagen ein Einstieg in einen neuen Zyklus und so weiter und so weiter. Sie sehen also, wie hier gewissermaßen von den Mythologen bis hin zu den machtpragmatischen Sozialwissenschaftlern es Formen des Denkens von Ewigkeit in unterschiedlichen Modi gibt. Solche Ordnungen müssen sich legitimieren. Und ich sagte bereits bei dem Eponymwerden von Friedensordnung, es ist der Gedanke des Friedens, der die Schlüssellegitimation imperialer Ordnungen ist. In unserem Zusammenhang ist da kein anderer interessant als der Florentiner Dichter vor allen Dingen, so wird er Ihnen bekannt sein aus der Göttlichen Komödie, der aber auch ein Buch geschrieben hat, De Monarchia, nämlich Dante Alighieri. Der versucht zu begründen, warum eigentlich eine solche Ordnung die gottgewollte Ordnung sei. Denn nur dann, wenn an der Spitze einer solchen politisch-kulturellen Welt, und Dante denkt das im Hinblick auf die lateinische Christenheit, also Ostrom bleibt außen vor, nach dem morgenländischen Schisma, die Russen gibt es in dem Sinne noch gar nicht und den Rest kennt er nicht, dass an der Spitze der lateinischen Christenheit einer das Sagen haben müsse, damit Streitfälle nicht mit Waffengewalt entschieden werden. Und als Ghibelline ist das für ihn natürlich nicht der Papst, sondern der Kaiser. Mit einer der Gründe, warum seine Vaterstadt Florenz ihn verbannt und auch in absentia zum Tode verurteilt und er in Ravenna dann schließlich stirbt, woran die Florentiner, worüber die sich heute noch drüber ärgern, weil, naja, das wäre halt schön, wenn man das Grab Dantes nur wirklich hätte und wenn es nicht in Ravenna wäre. Dante, der in einer eigentümlichen Kombination von Überlegungen des Aristoteles, dessen Entelechie-Gedanke eher ein Element der Naturphilosophie er aufgreift, in Verbindung mit Stellen aus dem Neuen Testament, er begründet, warum es Gott gewollt sei,
dass an der Spitze einer solchen imperialen Ordnung eben der Kaiser stehe, von dem ihm egal ist, wer es ist. Also für ihn war natürlich Heinrich der Siebte, also der Luxemburger, die Referenzperson. Denn er sei der Garant des Friedens. Ansonsten ist er durchaus ein Anhänger von Subsidiarität, was auf der Ebene der Städte und auf der Ebene der Territorien entschieden werden kann, soll dort entschieden werden. Aber sobald es zu Streitigkeiten kommt, sollen die nicht zu Kriegen führen, sondern vor eine oberste Entscheidungsinstanz kommen. Vorstellungen, die dann später nochmal aufgenommen worden sind, nicht von Campanella in seinem Text über die spanische Monarchie, oder auch zuvor schon von dem Großkanzler Karls des V., Gattinara, und anderen, und die in gewisser Hinsicht auch in fast allen Europaentwürfen des 20. Jahrhunderts drinstecken. Wie schaffen wir es, sagen die eingebaute Belligerenz der Staatenordnung herauszunehmen und eine friedliche Ordnung zu begründen? Das zweite Argument für die Legitimität von Imperien oder die Behauptung ihrer Überlegenheit gegenüber dem Mosaik der Staaten ist, sie schaffen zumindest im Zentrum eine höhere Prosperität, also mehr Wohlstand. Und wenn Sie hineinschauen, wie die EU sich selber rechtfertigt, dann erzählt sie, es sei ein Raum des Friedens und des Wohlstandes. Führt also sozusagen diese beiden Kernelemente imperialer Ordnung zusammen. Ob das jetzt tatsächlich stimmt, das ist eine andere Frage. Nicht? Eric Jones würde ja sagen, es stimmt ja überhaupt nicht. Solche imperialen Ordnungen, die immer nur Frieden schaffen, die behaupten, sie würden in hohem Maße Wohlstand generieren, tun sie aber gar nicht, weil sie einschlafen. Nicht? Und wenn wir sagen, die chinesische Welt und die europäische Welt miteinander vergleichen, hat die europäische Welt eine ganz andere Dynamik entworfen. Werfen wir noch einen Blick hinüber auf das Staatensystem und seine Leistungsfähigkeit. Hier hängt die Erneuerungsfähigkeit nicht am Einzelnen, sondern am System selber. Also sie wird systemisch gedacht, indem einzelne Akteure ausgewechselt werden. Also kann dann sagen, nicht innerhalb eines solchen Staatensystems mit ganz vielen Staaten, die sich rechtlich als gleiche anerkennen, gibt es aber doch ein paar, die sind gleicher. Und das sind in der Regel fünf. Weswegen man diese Ordnungen auch als Pentarchien bezeichnen kann. Und da wird im Verlauf des 18. Jahrhunderts der europäischen Pentarchie, wie sie in Münster und Osnabrück festgeschrieben worden ist, ausgewechselt. Zur ersten Pentarchie gehörte dazu das Wiener Kaiserhaus, Spanien, Frankreich, England und Schweden. Aber dann scheiden Spanien und Schweden aus und werden durch Russland und Preußen ersetzt. Und der Russe, der sein Land in die Pentarchie hineingebracht hat, Peter, bekommt den Beinamen der Große. Und der Brandenburger oder Preuße, der das mit seinem Land gemacht hat, nämlich Friedrich II., bekommt auch den Beinamen der Große. Also wer innerhalb eines solchen Systems gewissermaßen sein Land pentarchiefähig macht, erhebt damit auch den Anspruch, ein Großer genannt zu werden. Aber solche Systeme, die in der Regel dann auf eine Koalitionsbildung von 3-2 nicht, hinauslaufen, 3-2. Das ist fast eine Physik der Macht. Und 4-1 ist im Prinzip eine Katastrophe des Systems. Solche Systeme müssen austariert werden. Wer macht das? Nicht? Relativ lange hat man diese Rolle Großbritannien zugeschrieben, das aufgrund seiner geopolitischen günstigen Lage sich dem zuwenden konnte und jenem, und von dem man gesagt hat, es ist das Zünglein an der Waage, nicht? Die Formel für ein solches System des Gleichgewichts Großbritannien balanciert es aus. Die Alternative dazu ist eher ein Hegemon innerhalb der Gruppe der Fünf, also 1+4. Wenn man sagen kann, naja, Frankreich unter Ludwig XIV. Hat diese Rolle gespielt, oder
innerhalb der europäischen Staatenordnung, Bismarcks berühmte Fünfkugel, war es dann Preußen-Deutschland, das diese Rolle gespielt hat und daran gescheitert ist. So sehen wir also, wie diese Systeme dann ganz anders funktionieren und möglicherweise eine sehr viel feinere und komplexere Mechanik aufweisen als die relativ robusten imperialen Ordnungen. Und keines dieser Systeme kann sagen, es hat je so lang gedauert, wie diese Großreiche gedauert haben. Vier davon könnte man jetzt noch aufzählen. Also die Lega von Lodi in Italien in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, als sich aus der Fülle der italienischen kleinen Staaten, nicht? Jakob Burckhardt hat sich ja da in dem Buch über die Kultur der Renaissance in Italien, das Sie vermutlich kennen, intensiv damit beschäftigt, im Zeitalter der Tyrannen und Ähnlichem, bilden sich fünf heraus, nämlich Mailand, also die Lombardei, Venedig, Florenz, Kirchenstaat und Neapel. Und das bleibt auch alles in einem guten Gleichgewicht, bis dummerweise eine 4-1-Situation entsteht. Und diese 4-1-Situation führt dann dazu, dass der eine, nämlich der Mailänder, die Franzosen zur Hilfe ruft, um ihnen beizustehen. Und das führt also dann zu 40 Jahren Krieg in Italien, denn dann kommt die spanische Gegenintervention und dann zerbricht dieses System, nicht? Zeigt sozusagen, es muss funktionieren und wenn es nichts funktioniert, dann brechen alle aus. Oder man könnte das bereits angesprochene westfälische System als solches beschreiben, was auch heißt, dass der Friede nicht zentral ist. Sozusagen der Friede ist nicht der Hauptzustand und der Krieg ist diskriminiert, sondern wenn man den Text dazu, nämlich Hugo Grotius, De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres, drei Bücher über das Recht des Kriegs und des Friedens, kommt zunächst, ja, Belli, Jure Belli, und dann Et Pacis. Also die Vorstellung, dass in einem solchen System Friede und Krieg zwei gegeneinander aparte Aggregatzustände des Politischen sind, ist dafür zentral. Ja, das muss man auch so kühl beschreiben. Das bricht zusammen kurzzeitig in der Ära der napoleonischen Kriege, aber wird im weiteren Sinn der westfälischen, im Wiener Kongress erneuert. Und wenn wir heute uns Gedanken darüber machen, wie könnte denn eine Weltordnung des 21. Jahrhunderts aussehen, nachdem die USA erkennbar diese Rolle des Hüters nicht mehr spielen können und letzten Endes auch nicht mehr spielen wollen, dann muss man sagen, es gibt keinen geborenen Nachfolger, nicht China. China ist nach wie vor ein Schwellenland und wird in seiner Politik, die sowieso nicht global angelegt ist, wesentlich auf seine Interessen achten. Und eine Rolle als Weltpolizist würde das Land bei weitem überfordern. Und dann bleibt schon niemand mehr. Nicht? Also wenn auch jetzt mal so gelegentlich gesagt wird, ja, Frau Merkel muss die Gegenrolle zu Trump spielen und so. Also da hat sie ja erkennbar gar keine Lust, nicht? Schon physiognomisch verweigert sie sich dem. Also gibt es Gründe, davon auszugehen, dass es mehrere sein werden, die diese Rolle spielen. Also sagen wir mal fünf, weil fünf offenbar ja immer das waren, nicht? Also USA weiterhin, sicher China auch, vermutlich auch die Russen, nicht alle auf der gleichen Ebene. Naja, wenn sie nicht vorher auseinanderfliegen, die Europäer. Und dann bleibt der fünfte Platz noch offen. Das könnte Indien sein, das könnte aber auch ein Land aus Lateinamerika sein, Brasilien. Das ist sehr schwer, weil die beiden Länder keine besonders stabilen Entwicklungskurven haben, das vorauszusagen.
Aber was man vermutlich doch mit Gründen voraussagen kann, indem man die vorherigen Modelle sich angeguckt hat, ist, dass es nicht vier, sondern hinfort fünf sein werden. Und einer muss dann auch die Rolle des Züngleins an der Waage oder der Vormacht der Vieren, aller Fünfen sein. In gewisser Hinsicht finden wir dieses Modell ja auch hineinkopiert in die Struktur der Vereinten Nationen. Nicht? Auf der einen Seite ein System gestaltet in der Vollversammlung, in der alle gleichberechtigt sind. Alle gleichberechtigt. Unabhängig davon, Bruttosozialprodukt, militärischen Fähigkeiten, sonst irgendwas. Aber auf der anderen Seite eine Übertragung von Kompetenzen an den Sicherheitsrat und da an die fünfständigen Mitglieder, was in dieser Form heute anachronistisch ist, wenn man das begründen würde, dass das nur Atommächte sein sollen, nicht? Gibt ja viel mehr inzwischen. Aber doch ein erstaunliches Festhalten an den Fünfen, nicht? Also da haben Sie sozusagen das beides zugleich nebeneinander gedacht. Nun denn, wenn ich jetzt noch mehr Zeit hätte, dann würde ich relativ ausführlich noch zurückkommen, was heißt Investment in Common Goods, nicht? Und bedarf es zwingend einer solchen Macht oder vielleicht fünf Vormächte, die in der Lage sind, diese Common Goods festzusetzen, die eine Meinungsführerschaft bei dem Weg dorthin spielen, wie man das vielleicht jetzt bei der Klimazielkonferenz hat beobachten können. Und davon absetzen würde ich die klassischen Imperialismus-Theorien, also Hobson und dann anschließend Lenin, Luxemburg und Kautsky, die Imperienbildung erklären aus einem hypertrophen Machtinteresse im Zentrum der Macht. Nicht? Während die Theorie der Common Goods eigentlich die Vormacht als den Investor in öffentliche Güter begreift. Also einen, der nicht nimmt aus der Peripherie, sondern notorisch in die Peripherie investiert, sodass beides eigentlich kontradiktorische Beschreibungsmodelle von Ordnungen sind. Vermutlich spricht unterm Strich mehr für Investment in Common Goods, nicht? Ohne dass ich also jetzt sagen will, The White Man's Burden von Kipling ist eine angemessene Beschreibung, aber die Untersuchung der Kosten und Erträge des britischen Empire zeigt, so viel haben die davon nicht gewonnen. Die Einnahmen sind überschaubar letzten Endes, wenn man dem die Kosten gegenüberstellt. Also das wäre gegeneinander zu halten, oder ich könnte noch ein bisschen gegeneinander führen, unterschiedliche Typen von Imperien, Seeimperien, die sehr viel stärker auf ökonomische Macht gegründet sind, auch darum, weil ihr zentrales Instrument, nämlich die Schiffe, nicht nur rein militärische Funktion haben, sondern auch, wenn Sie so wollen, polizeiliche Funktion. Bekämpfung von Piraterie, hätte man ja gedacht, ist seit Pompeius gar nicht mehr so zentral, nicht oder so. Aber dann war das mit dem Horn von Afrika. Das sind letzten Endes Aufgaben, die Kosten des Welthandels senken. Nicht? Und auch als Augustus sagen kann, ich habe die Piraten bekämpft, hat er schon wieder mal gemacht, sinkt daraufhin der Brotpreis in Rom. Das ist beachtlich. Nicht? Da kriegt er Zustimmung. Also Seeimperien haben im Prinzip eine günstigere Kostenbilanz als Steppenimperien, die in hohem Maße auf militärischen Fähigkeiten begründet sind. Zu nennen sind da die Hunnen und die Mongolen vor allen Dingen und als letztes wohl Timurlenk. Oder auch Landimperien, also so etwas wie China, das sich der Expansion auf See verweigert hat und auch auf Land seine natürlichen Grenzen relativ schnell akzeptiert hat. Oder ich könnte in Rückgriff auf Ernst Kapp, der aus der Schule des Geographen Ritter kommt und gleichzeitig ein Hegelianer ist, in eine interessante
historische Abfolge von sogenannten potamischen, thalassischen und ozeanischen Großreichsbildungen erläutern. Potamisch kommt von griechisch potamos, der Fluss, also die ersten Großreiche, die sich bilden am Nil, Euphrat-Tigris, Yangtze, Gelber Fluss, Indus und Ganges. Also wenn Sie so wollen, Begriff von August Wittfogel, hydraulische Kulturen, die erzwingen Wasser, systematische Wasserbewirtschaftung, darüber Bürokratie entfalten, mehr Produkt schöpfen und ein armes Umland haben. Werden abgelöst durch thalassische Großreiche. Hey, Thalata, griechisch, ist das Binnenmeer. Also Xenophon, Anabasis, nicht? Kommen die da ans Schwarze Meer und rufen Thalata, Thalata und fühlen sich gerettet. Sie erinnern sich an ihren Griechischunterricht. Das Mittelmeer ist ein solches, nicht? Oder das Schwarze Meer oder die Ostsee oder solche Räume, nicht? Die gewissermaßen so etwas wie ein geografischer Zusammenhang von solchen Großreichsbildungen dargestellt haben, natürlich mit dem zentralen Beispiel Rom. Und ozeanisch, das wäre dann erstmals gewissermaßen im globalen Maßstab gedacht. Ich könnte auch noch etwas über die heliotrope Wanderung der Großreiche in Westasien und Europa erzählen, nicht? Die, nachdem die Phase der potamischen Reichsbildungen, wie viele Dynastien in Ägypten immer, nicht? Und in Zweistromland die Ablösung von Babylonia, Assyra, Neubabylonia und wie das alles so geht, mit Alexander eine Wanderung nach Westen mit der Sonne, heliotrop, einsetzt, dann nach Rom, dann vielleicht in einem großen Sprung nach Spanien, nach Großbritannien und schließlich ankommt in Washington und New York. Echt? Sozusagen eine Wanderung des imperialen Zentrums. Aber, wenn man so hinguckt, kann man sagen, aber die Abspaltung. Also, zweites Rom, Konstantinopel, drittes Rom, Moskau. Sozusagen ein Seitenzweig. Und im Unterschied zu dieser Bewegung durch den Raum mit der Zeit, die sozusagen das westliche Ende Asiens, also Kleinasien, bis hin in die neue Welt begleitet, die stationäre Großreichsbildung in China, wo sozusagen die Ablösung eine ganz andere ist. Da zerfällt das mal und dann kommt es wieder zu einer festen Reichsbildung, aber immer auf demselben Territorium. Auffälliger Unterschied, aus dem man relativ viel vermutlich erklären kann. Aber all das will ich jetzt nur andeuten, damit wir noch ein bisschen diskutieren können. Vielen Dank.